Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es einmal mehr um die Grundlagen aller Magie, Mystik und Geheimwissenschaften. In diesem Video erfährst du unter anderem, warum Gedanken in Wirklichkeit auch Dinge sind und was dieser ominöse Satz, der in der sogenannten Neugedanken- oder Neugeistbewegung immer wieder aufkommt, eigentlich bedeuten soll. Dies und mehr in diesem Video. Also, schau dir das Video an, schau rein, ich freue mich auf dich, bis gleich. Da sind wir schon und an dieser Stelle dieses ersten Kapitels zu Wiedemanns Grundlage aller Geheimlehre eröffnet er uns folgenden Satz. Er sagt, in letzter Zeit kommt man immer mehr zu der Einsicht, dass Gedanken auch Dinge sind. Und dies ist in der Tat ein gutes und wesentliches Prinzip, denn schon Jesus sagt, was du siehst, wirst du ernten. Damit sind nicht nur konkrete Handlungen gemeint, die du in deinem Leben setzen kannst, um dir sozusagen auch positive Auswirkungen deiner Handlungen zu erwirken, sondern es geht vielmehr auch um die grundlegende Qualität deiner gedanklichen Arbeit und dass die Gedanken, die du hast, viel mehr darüber bestimmen, welcher Mensch du in der Zukunft sein wirst, als die meisten Menschen es heute annehmen. Wie oft ist es zum Beispiel so, dass wir uns ungerecht behandelt fühlen oder in Situationen als ungerecht ausgegrenzt empfinden oder Situationen leben, in denen wir der Auffassung sind, hey, eigentlich sollte das alles doch ganz anders ablaufen. Dann stellt doch einmal folgende Frage, wie lange hast du in der Vergangenheit Gedanken entwickelt, positiver oder negativer Art, die einen spezifischen Ausgang in die eine oder andere Richtung vielleicht sogar begünstigt haben? Du wirst feststellen, dass kein Ereignis eintritt, ohne dass du vorher, vielleicht sogar jahrelang, die entsprechenden gedanklichen Bahnen in deinem Unbewussten kultiviert hast. Natürlich sind wir nicht so 100% für alles in äußeren Wirklichkeit verantwortlich, denn die äußere Wirklichkeit ist die Summe der Handlungen und Gedanken auch aller anderen Wesenheiten, die dieses Universum nun mal bevölkern. Aber in unserem Umfeld können wir eben bestimmte Resultate, Ergebnisse und Kraftwirkungen bewusst hervorbringen und bewusst anziehen. Die Wahrheit ist, wir machen es Tag für Tag. Hier kommt nun ein weiterer Punkt mit ins Spiel, oder hier kommen zwei weitere Punkte mit ins Spiel, die wir uns in dieser Begebenheit sozusagen neu vergegenwärtigen können. Das eine ist, der Mensch ist nicht nur das Ergebnis seiner vorhergehenden Taten, sondern vielmehr auch seiner vorhergehenden und vorherangegangenen Gedanken. Und das kann sich über Jahre und Jahrzehnte hinwegziehen. Du kannst zum Beispiel erleben, dass du dir mit einer wirklich guten, qualitativ hochwertigen Wunscherfüllungsarbeit irgendwann einmal einen Wunsch erfüllt hast. Aber der Zeitpunkt des Eintretens dieses Wunsches ist zeitlich sozusagen so weit dilatiert, dass er nicht mehr, also in einem rationalen Zusammenhang stehend, zu der ursprünglichen Wunscherfüllungsarbeit gesehen werden kann. Und das bedeutet wiederum, dass du einfach in der Zwischenzeit vollkommen vergessen hast, dass du jemals an diesem Gedanken oder an diesem Wunsch und seiner Erfüllung gearbeitet hast. Dabei muss das Ganze keine bewusste Wunscherfüllungsarbeit gewesen sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du über Jahre weg einfach wie in Tagträumereien dir Geschichten ausgemalt hast. Und irgendwann stellst du fest, dass Episoden aus diesen Geschichten auf einmal in deinem eigenen Leben Wirklichkeit werden oder damit beginnen, Wirklichkeit zu werden. Und in dem Moment, wo du das erkannt hast, ist dir einfach dieser grundlegende Zusammenhang zwischen innerer Ursachen, gedankliche Ursachenwelt und äußere Welt der Resultate und der äußeren Begebenheiten schon viel, viel grundlegender bewusst geworden als die meisten Menschen. Und sind wir uns ehrlich, wie viele von uns setzen sich wirklich nur 10, 15 Minuten am Tag oder vielleicht 5 Minuten wenigstens am Tag hin und machen eine bewusste, positive Gedankenarbeit, ein gedankliches Engineering der eigenen Zukunft, der eigenen beruflichen und privaten Zukunft, wie sie am liebsten erleben möchten. Die wenigsten von uns, und dabei kommt noch dieser zweite Mechanismus, auf den ich noch ansprechen möchte, zum Tragen. Denn dieser zweite Mechanismus ist ein Prinzip, das auch aus der östlichen Philosophie stammt. Ein Prinzip, das von vielen von uns aber grundlegend falsch verstanden wird. Das ist das Prinzip des Karma. Karma meint nichts anderes als den Ursache-Wirkungszusammenhang in geistlich-spiritueller Hinsicht. Das bedeutet, was Mensch sät, wird er ernten. Im Endeffekt geht es beim Karma nicht nur darum, dass du sozusagen Auswirkungen deiner vorhergegangenen Taten im eigenen Leben spüren kannst, zu spüren bekommst, dass du mit jeder deiner Handlung Auswirkungen erzeugst, das ist schon viel, viel gravierender, das was Karma eigentlich ist, sondern dass die Qualität, das Schwingungslevel deines jetzigen Lebens, das Schwingungslevel deines zukünftigen Lebens zu 100% mit beeinflusst. Und das
du nicht nur die Auswirkungen von Taten, sondern auch die Auswirkungen von Gedanken und von der Qualität, die deine Gedanken, die du mithilfe deiner Gedanken ins Leben gesät hast, erleben wirst. Die positive Nachricht ist, und das ist auch wieder ein spannender Punkt, wir können uns von diesem Prinzip des Karmas über die mystische Arbeit bis zu einem gewissen Grad auch zurückziehen. Es gibt spirituelle Traditionen, wie zum Beispiel den Jainismus, dem es genau darum geht, so wenig Karma wie möglich, am besten überhaupt kein Karma aufzubauen und anzuziehen. Und der Jainismus versucht dies über eine extreme Askese und über den extremen Schutz anderer Lebewesen zu bewerkstelligen. Aber er ist natürlich eigentlich der als wesentliche Grunderkenntnis sozusagen wieder in ein religiöses System gekippt. Und da führt er nun genau wieder zu dem Gegenteil von dem, was die ursprünglichen Eingeweihten und Gelehrten, die dieses System ursprünglich erschaffen und erdacht haben, eigentlich damit bewirken wollten. Denn Karma-Freiheit erlangst du nicht durch Leidvermeidung. Karma-Freiheit erlangst du vielmehr durch ein Nicht-Anhaftenlassen deines Geistes. Und das ist der dritte Mechanismus, den ich in diesem Video mit ansprechen möchte. Innere und äußere Wirklichkeit sind nicht als komplett getrennt voneinander zu betrachten. Es ist nicht so, dass du hier die innere Wirklichkeit hast und dort die äußere Wirklichkeit und die in keinerlei Korrespondenz miteinander stehen, sondern du kannst dir diesen Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Wirklichkeit vielmehr vorstellen wie ein energetisches Gesamtgefüge. Was auf der einen Ebene passiert, passiert auch auf der anderen. Was auf der einen Ebene Auswirkungen hat, hat Auswirkungen auch auf die andere Ebene. Das heißt, alles, was du im Äußeren siehst, ist ja bereits bis zu einem gewissen Grad eine Manifestation gedanklicher, geistiger Energie. Und daher haben auch alle Begebenheiten, alle Dinge im Äußeren den Charakter, dass sie deinen Geist zur Anhaftung daran verführen oder führen. Die Anhaftung deines Geistes ist dabei ein natürlicher Prozess. Das heißt, dein Geist zieht diese äußeren Emanationen der geistigen Wirklichkeit und er wird davon oft wie in ihren Bann gezogen. Es ist eine Art von natürlicher Hypnose, die da stattfindet. Du siehst etwas und es führt automatisch zu einer Reaktion in dir. Du kannst natürlich, indem du dir diesen Mechanismus bewusst machst, das in deinem Alltag sehr, sehr oft an dir selbst wahrnehmen. Du kannst wirklich dieses Experiment machen. Geh einfach einmal bewusst durchs Leben. Geh einfach einmal einen Tag lang, das ist schon ein langer Zeitraum, bewusst durch deinen Alltag. Keine Ahnung, steig ein in den Bus, mit dem du sonst immer fährst, steig ein in den Zug, steig ein in die Straßenbahn, steig ein in dein Fahrzeug, keine Ahnung, mach einfach irgendwas oder geh spazieren. Und du wirst feststellen, einfach nur wenn du eine Viertelstunde, 20 bis 30 Minuten oder 20 bis 30 Minuten, wenn du das schaffst, aktiv beobachtest, was in dir passiert und was außen passiert, dann wirst du diesen Zusammenhang sofort in absoluter Klarheit feststellen. Es wird kein Geheimnis mehr für dich sein. Und du wirst diesen Effekt in dir an dir selbst wahrnehmen. Klassisches Beispiel dieses Effekts ist der Ärger im Straßenverkehr. Du fährst über eine Kreuzung und irgendein Depp mit dem Fahrrad schneidet dich rüber. Du schleifst gerade noch zusammen und was als nächstes passiert ist, die gedankliche Reaktion auf das an sich äußere Geschehen. 90% aller Menschen, wenn nicht sogar 95% oder 98%, vielleicht sogar 100% aller Menschen, werden nämlich damit beginnen, sich zu ärgern. Sie werden über diesen Fahrradfahrer schimpfen, sie werden ihn beschimpfen und sie werden wenig Freundliches über ihn zu sagen haben. Und das ist eben die innere Reaktion auf das äußere Geschehen. Auf das äußere Geschehen des an sich neutralen Reinschneidens im Straßenverkehr. Das ist natürlich nicht nett, das ist natürlich nicht positiv. Aber warum, woher kommt dieser Impuls, uns zu ärgern? Und der Impuls, uns zu ärgern, kommt von einem inneren, immanenten Bewertungsmechanismus deines eigenen Geistes. Denn du bist es gewohnt, alle Dinge, die du siehst, zu bewerten. In Dinge, die du haben willst, in Dinge, die du nicht haben willst. Und du hast bestimmte Programme angelegt im Laufe deines Lebens, im Laufe deiner Erziehung, im Laufe deiner eigenen geistigen Entwicklung, die in solchen Extremen, nennen wir es mal eine Extremsituation, abgerufen werden. Und die grundlegende Programmierung, die der Mensch mitbringt, ist immer Leidvermeidung und Genussmaximierung. Leidvermeidung und Genussmaximierung. Das bedeutet, du wirst immer bemühen, Leid von dir oder anderen abzuwenden, gleichzeitig die höchstmögliche Lebensfreude in allen Situationen für dich und deine Mitmenschen, nämlich dein unmittelbares Umfeld, zu generieren. Deshalb wollen die meisten Leute einen guten, gut bezahlten Job haben. Deshalb wollen sie Versicherungen in allen möglichen Bereichen haben.
Deshalb möchten sie in allen Dingen, die sie tun, immer einen Plan B, Plan C und Plan D haben, weil das einfach Entwicklungsmöglichkeiten des Lebens, die das Leben, der Alltag für sie hat, mit abdeckt und natürlich auch ein positives Resultat für sich und ihre Mitmenschen generieren, denn der Mensch an sich ist immer ein Wesen, das zum Guten hin orientiert ist. Der Mensch an sich ist immer ein Wesen, das versucht, das Gute in allen Dingen zu finden und hervorzubringen. Und wo es das primär nicht kann, schaltet es auf Sekundärfunktionen zurück. Und zum Beispiel das Gute für alle anstrebst, aber es dir nicht möglich ist, das Gute für alle zu erwirken, wirst du automatisch zurückfallen auf das Gute für dich und deine eigenen Leute, wenn es dort nicht geht, auf das Gute für dich. Und wenn es dort nicht geht, ja, dann wirst du das immer noch irgendwie ablegen, was immer du tust, und für dich zu rechtfertigen versuchen. Du wirst aber das Gute für eine möglichst große Anzahl von Menschen hervorbringen möchten. Und es ist mir eigentlich kein Fall denkbar, es ist mir persönlich kein einziger Fall denkbar, in dem ein Mensch nicht mal mehr das Gute für sich hervorbringen möchte. Das ist eigentlich immer der Fall. Jeder, auch in den extremsten Ausnahmezuständen, möchte immer zumindest das Gute für sich hervorbringen oder den bestmöglichen Ausgang einer Situation. Im Straßenverkehr, diese Situation im Straßenverkehr passiert nun Folgendes. Du bist in einer kontrollierten Situation, in einem kontrollierten Umfeld und fährst einfach los. Denkst du nichts Böses dabei, alles ist gut, deine Gedanken sind eigentlich schon ganz woanders. In diesem Moment ein Distraction-Erlebnis. Irgendeiner schneidet dir rein, du steigst sofort auf, reagierst unmittelbar, hoffentlich richtig, reagierst unmittelbar, schleifst sofort zusammen und bringst deine Karre zum Stehen. So. Kurz eine Schrecksekunde. Dann denkst du dir aber sofort das Folgende, und das ist ein Dialog, der in Millisekunden abläuft. Ja? Alter Schwede, der passt überhaupt nicht auf, der gefährdet sich und andere. Das heißt, allein diese Aktion des Fahrradfahrers zerstört einmal, oder stört einmal prinzipiell das Gute für alle. Dann stört es auch das Gute für eine bestimmte Anzahl von unmittelbar möglicherweise einem Unfall beteiligten Personen. Dann aber zerstört diese Aktion des Fahrradfahrers auch noch das Gute für dich. Denn wenn du nicht bremst, ja, und in den Rhein fährst, dann ist natürlich Drama, das ist natürlich furchtbar, das ist natürlich grauenhaft, das sollte niemandem passieren. Das heißt, du reagierst jetzt richtig, bremst und rettest somit nicht nur die Situation. Du rettest den Fahrradfahrer, du rettest deine Karre, du rettest den hinter dir, du rettest einfach diesen gesamten Aufbau dieser Existenz, du rettest im wahrsten Sinne des Wortes eine Welt. Und das führt aber dazu, dass du dir denkst, Alter, was ist denn mit dem Fahrradfahrer los? Das kann es doch wirklich nicht sein, ja? Dass der sich hier so Gedanken und geistlos verhält und ich daher erst in diese Retterrolle hineindrängen muss, die mir momentan eigentlich überhaupt nicht liegt. So, und daher kommt dieser Ärger. Dieser Ärger kommt einmal zunächst aus dieser prinzipiellen Gefährdung des höchstmöglichen Guten und des enormen Anstiegs einerseits mal deines Adrenalins in deinem Körper, denn du musst reagieren, du musst schnell sein, daher kommst du zu einer anderen veränderten Zeitwahrnehmung. Du machst innerhalb kürzerer Zeit wesentlich mehr Dinge und reagierst richtiger als ohne Adrenalin in deinem Körper. Das alles bedeutet für deinen Körper wieder Arbeit. Und jetzt hast du das Adrenalin in dich reingepumpt und es muss jetzt kanalisiert werden. Und das wird durch Schimpfen, indem du sagst, Alter, alter Fahrradfahrer. So. Und gleichzeitig aber tritt jetzt eben dieser negative Effekt, und das ist sozusagen auch das Karma dieser Situation ein. Der Fahrradfahrer bringt dich in eine Situation, in der du kurzzeitig die kleine Welt retten musst und erzeugt in dir eine Resonanz. Und die Resonanz auf seine Gefährdung, auf die Gefährdung des Guten, ist Ärger. Denn dann schaltest du in den Kampfmodus. Und ich habe ja schon anderen Videos ausgeführt, der Mensch hat immer zwei Modi. Du hast diesen grundlegenden Programmierungen des Unbewussten, vor allem, dass ich die hier schon dargelegt habe, Leidvermeidung oder Genussmaximierung, heißt im Endeffekt entweder Genuss oder Kampf. Und der Mensch ist immer in einem von beiden Modi, denn Unbewusstes funktioniert immer auf einen von diesen beiden Kanälen. Und nachdem du sozusagen jetzt eh schon der Held gewesen bist, ja, bist du nicht einfach, machst du den Fehler, dass du deinen Geist anhaften lässt an dieser vorhergehenden Begebenheit. Und mit dem Anhaftenlassen deines Geistes kanalisiert dein Unbewusstes und kanalisiert dein Körper das Adrenalin in diese Situation. Und du ärgerst dich. Und bringst dadurch aber das karmische Gefüge, das ist interessant, nicht aus dem Gleichgewicht, sondern wieder ins Gleichgewicht. Denn durch deine Rettung der kleinen Welt
hast du zunächst einmal unbewussterweise, einfach nur weil du richtig reagiert hast, schnell so viel gutes Karma angehäuft wie andere nicht in 10 Jahren. Und jetzt aber muss dir der Mechanismus bewusst sein, dass das Leben immer in Richtung des Equilibriums, das heißt der Ausgewogenheit der Kräfte, drängt. Und wenn du kurzzeitig ein extrem gutes überschattendes Karma hast, dann passiert aufgrund dieses equilibrisch ausgleichenden Effekts der äußeren Weltwirklichkeit, dass es genau ans Gegenteil kippt und du kurzzeitig durch deinen Ärger so viel schlechtes Karma produzierst, wie andere nicht in 10 Jahren. Endeffekt, bei dieser Gleichung kommt dann wieder ein Nullsummenspiel raus. Und das ist das, was viele Menschen in ihrem Leben, auch in der Wunscherfüllungsarbeit, auch in vielen anderen Bereichen, auch auf der Ebene der Mystik und wirklich des bewusst gegangenen geistigen Wegs, Tag für Tag erleben. Sie kommen einfach nicht wirklich weiter, obwohl sie sich so bemühen, obwohl sie so viel Anstrengung in ihren eigenen Weg legen, obwohl sie sich bemühen, Gutes zu tun, obwohl sie jeden Bettler, den sie im Straßenrand sehen, 3, 4, 5, vielleicht sogar 10 Euro geben, so wie es halt in ihren finanziellen Möglichkeiten liegt. Sie wünschen niemandem Böses, sie wünschen allen Leuten bewusst Gutes. So, und was passiert? Sie bauen sich so viel gutes Karma auf. Und jetzt kommt der equilibrische ausgleichende Effekt der äußeren Weltwirklichkeit. Und jetzt passiert es genauso oft, dass sie in einem Alltag versehentlich das Gegenteil von all dem bewirken. Durch negative Gedanken, durch Ängste, Sorgen, durch Furcht, durch die Dämonen von Schuld und Sühne, die dir alle Menschen bis zum gewissen Grad immer wieder quälen und die du aus deinem Denken unbedingt hinausdrängen musst. Hinausdrängen musst ist vielleicht schon der falsche Zugang, das falsche Wort, das ich an dieser Stelle verwendet habe. Energy flows where attention goes. Energie fließt dahin, wo Aufmerksamkeit hingerichtet wird. Die Dämonen von Schuld und Sühne sind geistige Kräfte, die dich in deinem Leben immer wieder anspringen. Irgendwann liegst du des Abends wach und dir fällt ein, alter Schwede, vor 10 Jahren habe ich die Milchmädchenrechnung nicht bezahlt oder habe dem Milchmann eine schmutzige Bottle Milch draußen hingestellt und der hat sie wegschmeißen müssen. Oder irgendwas in die Richtung. Also eigentlich kompletter Bullshit. An diesem Moment aber, weil die Dämonen von Schuld und Sühne dich anspringen, kommt dir das so wesentlich vor und denkst dir, oh mein Gott, nein. Dabei war es nur ein unwesentliches, kleines Detail. Wie ist dann damit umzugehen? Ich kenne jetzt dein Leben nicht, auch wenn es vielleicht nicht so ein unwesentlich kleines Detail ist und du vielleicht wirklich einem geliebten Mitmenschen emotionalen Schaden zugefügt hast oder was auch immer. Damit ist die Art und Weise umzugehen, dass auch du in dir versuchen musst oder versuchen kannst, durch Gedankenstille in diesen Situationen ein Equilibrium herzustellen. Denn die Dämonen von Schuld und Sühne, von Angst und Furcht auch das Gleiche, versuchen dich immer zu einer Anhaftung deines Geistes zu bewegen. Und sie nutzen dafür gedankliche und emotionale Bilder, gedankliche und emotionale Momente aus deiner Vergangenheit, die sie aber überdramatisiert darbringen. Und in diesen Situationen bist du eben nicht voller Herr deines Geistes. Und du kannst diesem Gefängnis nur entkommen, indem du die Freiheit in deinem Geist kultivierst. Denn wahre Freiheit kommt immer von innen. Freiheit liegt im Geist und dort ist es auch der Ort, wo sie keiner dir nehmen kann. Außer du lässt zu, dass dein eigener Geist sich in Knechtschaft und in Gefangenschaft begibt. Aber du kannst ihn immer wieder zurückholen. Die Methode dafür ist die sogenannte Gedankenstille. Gedankenstille, die so wichtig und so wesentlich ist, dass auch andere hochrangige Eingeweihte auch im 20. Jahrhundert sie dir in ihren Büchern und Werken darlegen. Grundlegend nur so viel. Die Gedankenstille ist eine Technik, die du, wenn du sie einmal erlernt hast, extrem dabei helfen kann, deine Gedanken sofort wieder zu zentrieren, dich sofort zu mittigen. Das ist das, was in anderen magischen Schulen oft als Erden bezeichnet wird. Es ist nicht ganz synonym zu sehen, weil die Erdung noch einmal andere Energiekanäle in dir freischaltet und auch das Gesamtbewusstsein von Mutter Erde dir zu Hilfe nimmt. Aber im Wesentlichen geht es genau darum, dass du Negatives ableiten kannst und Positives aufnimmst, das heißt ein Equilibrium herzustellen. In der Gedankenstille machst du das nicht bewusst, sondern du ziehst deinen Geist einfach von all seiner Aktivität zurück. Du ziehst deinen Geist davon ab, ständig in die äußeren Dinge, auch in emotionale Begierden oder Gebundenheiten oder Anklagen, die du selbst gegenüber dir hast, verweilt. Du ziehst von allen negativen oder von allen äußeren Erscheinungen, ob gut oder schlecht, ist jetzt irrelevant, deinen Geist ab.
und sammelst ihn ungestört in der Mitte deines Bewusstseins. Ohne dass auch nur irgendein Funke eines Gedanken aufkommen kann. Wenn doch ein Gedanke kommt, bringst du ihn sofort an den Rand und genießt wieder die Gedankenstille. Und in der Gedankenstille erlebst du die Freiheit. In der Gedankenstille erlebst du die Ewigkeit. In der Gedankenstille erlebst du Frieden und Sicherheit. Und in der Gedankenstille erlebst du, wie die Kraft des großen Ganzen, der Geist des Universums, damit beginnt, deine eigenen Energiereserven wieder aufzufüllen. So kommst du mit Hilfe der Gedankenstille als geistige Übung, wenn du sie einmal erlernt hast, sofort aus diesem Wechselspiel sozusagen, dieses Gut-Böse-Dualismus, dieser unausgeglichenen karmischen Muster sofort heraus. Und du wirst eins mit dem Equilibrium. Du wirst eins mit der Ausgeglichenheit aller Kräfte im Innen und im Äußeren. Und deshalb ist die Gedankenstille ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch aller Geheimschulen, aller Geheimlehren, aller Geheimwissenschaften, der Mystik und der Magie. Denn in der Gedankenstille hast du den Ort gefunden, an dem du deine Kraft aufladen kannst, an dem du deine Kraft kulminieren kannst und an dem du sie zur äußeren Wirksamkeit hervorbringen kannst. Das ist in Wahrheit damit gemeint, wenn der Buddha sagt, der Mensch und seine Umgebung sind das Gesamtresultat all seiner vorhergehenden Gedanken. Den positiven Gedanken und den negativen Gedanken. Du kannst diesen Effekt aufheben, indem du dich auf die Gedankenstille fokussierst. Das ist, glaube ich, der wesentliche Inhalt dieses Videos. Damit will ich an dieser Stelle auch beenden. Wenn du Fragen zu dem hast oder auch die Kunst der Gedankenstille erlernen möchtest, habe ich auch noch weitere hilfreiche Tipps in meinen Videos für dich. Und ganz wichtig, ich habe auch noch ein E-Book geschrieben, in dem du dich mit den Geheimnissen des mystischen Weges näher vertraut machen kannst. Dieses E-Book nennt sich Mysterion, Geheimnisse des mystischen Weges. Und du findest den Link, wie immer, hier in der Videobeschreibung. Ich blende dir dort ein und blende dir auch weitere Links zu anderen Vlogs, Podcasts von mir ein, wo du weitere Informationen findest, die du brauchen kannst, um deinen eigenen geistigen Weg selbstbewusst, mit Freude und mit Stolz zu gehen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute. Danke, alles Gute und ciao dabei.